Hallo und willkommen bei mir im Kanal bei Shimmy Zockt. Heute wieder mit einem kleinen Video zu Last Day on Earth. Kein Gameplay, kein Stream oder ein Guide oder sowas, sondern ein kleines Infovideo zu Season 2. Warten wir ja alle gespannt drauf. Heute heißt Sonntag, 22. September, kam auf vk.com, Infopop Last Day, wieder eine kleine Info, ein Teaser, ein Leak. Geklaute Daten, wenn man so will, die haben irgendwo Verbindung zu irgendeinem Alpha-Tester oder zu einem Entwickler, ich weiß es nicht genau. Habe ich ja schon mal gezeigt, die Seite. Man kann auch mal den Kopf beiseite. Die haben also immer, ja, nicht nur recht, sondern die haben zuverlässige Informationen zu dem, was kommen wird. Jetzt ist das Ganze hier leider wieder auf Russisch. Sagen wir den Browser hier mal übersetzen ins Deutsche. Wird übersetzt und zack, die Bohne. Änderungsprotokoll von Season 2, und zwar sind hier geheime Militärexperimente, laufen nicht gut, aber die Geschichte lehrt nichts. Die Krieger beschlossen, eine Reihe von Experimenten an Charlies Körper durchzuführen. Etwas ist schiefgelaufen und alles ist außer Kontrolle geraten. Ein Treffen mit Colonel Barker wird die Situation klären. Dazu passend auch hat Kefir selber ja auch am 11.09. ein kleines Video bei YouTube hochgeladen gehabt mit einem Teaser zu Season 2. Hier sieht man, wie wir in der letzten Season den Charlie ja umgehauen haben. Da liegt er im Dreck. Und da sieht man jetzt, wie zwei Soldaten kommen und ihn wegzerren. Also wer das Video nicht gesehen hat, ist von Kefir offiziell. Da sieht man auch schon, da kommen wir gleich noch drauf, er hat einen ungewöhnlichen Helm und eine ungewöhnliche Jacke an. Hose, Schuhe, weiß ich jetzt nicht, kann man nicht genau erkennen. Habe ich damals schon gesagt, könnte ein Hinweis, ein Teaser auf Kevlar-Rüstung sein. Und so schaut es wohl auch aus. Weil in Season 2 können wir jetzt Kevlar-Rüstung bekommen. Dazu aber gleich mehr. Ne? Da zerren sie die Leiche von Charlie weg. Und hier dann auch noch eine weitere Vorschau. Da kommen wir gleich auch im Text noch zu. Machen wir gerade weg. Bisher können wir nicht sehen. Es werden jetzt wohl Experimente an Charlie durchgeführt und die laufen nicht gut. Und deshalb gibt es dann ein Ereignis-Infektionsgebiet. Ob das der richtige Name dafür jetzt ist, das ist halt aus dem Russischen jetzt übersetzt. Die Folgen militärischer Experimente treten an die Oberfläche, zerstören sie alle Kokons und Infizierten. Das passt wiederum zu dem von Kefir selber geposteten Bildchen. Ein GIF-Bildchen war es gewesen vom 5.9. Machen wir mal Originalanzeigen, ist was größer. Hier sieht man auch so einen Blubber, einen Kokon. Gut, er läuft einfach dran vorbei und da verströmt irgendein Gift oder sowas. Das wird wohl eine Anspielung darauf schon gewesen sein in diesem Teaser hier, dass wirklich komische Kokons irgendwo auftauchen werden. Haben wir eben auch in dem Video gesehen. Hier läuft er nochmal vorbei. Ist halt ein Gift, das wiederholt sich. Dann gibt es ein Event Survival Camp. Eine Gruppe von Überlebenden ist in Lebensgefahr. Es liegt in ihrer Macht, das Kräfteverhältnis in Richtung des Guten oder der Guten zu verschieben. Also zwei Events, Infektionsgebiete, Survival Camp. Was da zu tun ist, müssen wir uns auch noch überraschen lassen. Das ist ja meistens nur die Übersetzung des Textes, der am Anfang immer kommt, ne? Für Season 2. Dann wird es neue Zombies geben. Mutationen aufgrund von Experimenten breiten sich mit der Geschwindigkeit eines Waldbrands aus. Neue Feinde ließen nicht lange auf sich warten, aber gutes altes Blei und Stahl sind immer noch ausgezeichnete Heilmittel für nervige Zombies. Da wiederum hat Kefir selber auch wann haben sie das gepostet? Letzten Donnerstag, das heißt, es war dann am, muss ich jetzt zurückrechnen, 18., ne? Haben ja dieses Bildchen hier gepostet, da habe ich ja auf Facebook lachhaft gesagt, oh, wir machen ein paar rote Pusteln auf die Zombies und verkaufen es der Community als neue Zombies. Also hier, das ist irgendeine Mutation jetzt von bereits bestehenden Zombies. Ich vermute mal, die werden mehr Leben haben, mehr Schaden machen. Da kann ich euch auch noch nichts zu sagen. So oder so ähnlich werden die Zombies jedenfalls dann jetzt in Season 2 aussehen, die dann auf uns warten. Und dann gibt es neue Chefen. Okay, auch automatisch übersetzt. Neue Bosse wahrscheinlich. Die Hauptgefahr geht von diesen Jungs aus. Um mit ihnen fertig zu werden, muss man schwitzen. Mit der richtigen Geschicklichkeit und dem richtigen Einfallsreichtum wird alles klappen. Und dieses Mal werden sie feststellen, dass ein Monster nicht unbedingt eine gruselige Mutante ist. Okay, weiß ich jetzt nicht, müssen wir gegen Menschen kämpfen? Lassen wir uns überraschen, es wird auf jeden Fall neue Bosse geben, wo wir Einfallsreichtum mit Geschicklichkeit beweisen müssen. Sobald ich was zu diesen Bossen weiß, werde ich natürlich auch wieder Videos für euch machen, aber dazu später. Dann wird es eine Harpune geben, es gibt viele Waffen. Harpune wird von der Menschheit seit mehr als 10.000 Jahren verwendet, an seiner Zuverlässigkeit besteht. Also kein Zweifel, die Urkraft liegt jetzt in ihren Händen. Passend dazu auch wieder, hat Kefir selber auch einen Spoiler rausgehauen gehabt, am 12.09.
Da gab es dieses kleine Video bei denen im Discord zu sehen, wo jemand hier, habe ich schon gesagt, lol, Harpune, ernsthaft. Ob das jetzt eine große Errungenschaft ist, weil man sieht, wie oft muss er auf diesen kleinen Zombie schießen. Macht das 10 Schaden wie ein Speer, halt nur auf Entfernung. Kann ich euch auch nichts weiter sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob die craftbar sein wird oder nur findbar oder nur kaufbar. Jedenfalls wird es auch eine Harpune, eine neue Waffe mit dem nächsten Update geben. Und jetzt der große Punkt: Kevlar-Rüstung. Ich habe es ja schon ins Thumbnail reingepackt. Eine großartige Trumpfkarte, um die Chance im Umgang mit einer neuen Bedrohung auszugleichen. Leichte, starke und zuverlässige Rüstung erhöht die Überlebenschancen, wenn sie sich mit einem Gegner treffen, egal ob es sich um einen Zombie oder einen Mann handelt. Da auch wieder ein Mann, als offene Anspielung vielleicht auf den Boss, wo hier oben steht. Muss nicht unbedingt ein Mutant sein. Bin ich mal gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Da allerdings als, ja, ich weiß nicht, ob es ein Wermutstropfen ist, wenn man sich jetzt hier anschaut, hier sieht man auch nochmal die Belohnungen, die es dann wieder für Season 2 geben wird. Kostenlos, Katana, Verkehrszeichen, Militärrucksack, Militärstiefelhose, Kappe, taktische Kappe, Welpen in der Schachtel, Trockenfutter, Sprengstoff gibt es wieder. Dann gibt es wieder einen taktischen Rucksack, wird es auch wieder geben, ab Level 15. Mini-Uzi-Motorteil, BCC, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich diese. Nee, weiß ich gar nicht. BCC. Weiß ich jetzt überhaupt nicht, was damit gemeint sein könnte. Minigun Harpune gibt es dann hier wieder auf Stufe 21. Ob das die einzige Harpune ist, die wir kriegen können? Biker Bandana, Biker Jacke, Motorradhelm, Militärfarbe für den Hubschrauber. Chopper ist damit natürlich wieder gemeint. Es ist also kein Hubschrauber. Und für Stufe 26 bis 40 gibt es keine Informationen. Und hier ist dann, wenn man diesen Season Pass kauft, keine Ahnung, was der wieder kosten wird, wahrscheinlich auch wieder 10,99 €. Nur eine Vermutung, keine genaue Aussage. Gibt es ja wieder hier verschiedene Sachen. Scar, Granate, Erste Hilfe, bla 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 bla. Und da ist halt jetzt der Wermutstropfen. Hier steht dann bei Stufe 40 Kevlar-Helm, Kevlar-Körperschutz, Kevlar-Hose, Kevlar-Stiefel. Ob das die einzige Möglichkeit ist, jetzt an Kevlar-Rüstung zu kommen, oder ob wir sie auch finden können, ob wir sie craften können oder auch so kaufen können, keinerlei Infos dazu. Einzige, wo hier in dem Text die Kevlar-Rüstung auftaucht, ist wirklich in dem Kaufpaket auf Stufe 40. Konnten wir beim letzten Mal auch bis 40, beim letzten Mal konnten wir nur bis Level 30, ne? Keine Ahnung, was für Aufgaben kommen werden. Wahrscheinlich wieder töte das, sammle das, mach das, mach das, mach das. Ja, also, wie gesagt, ich habe keine Info, wann es kommt. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Update sein wird und wie lange es gehen wird. Ob es auch 3 Wochen oder sogar 4 Wochen, wenn man sogar 40 Stufen erreichen kann, hoffe ich mal, dass wir da wenigstens 40, 4 Wochen für Zeit haben. Jedenfalls so viel dann die Infos, die es jetzt wieder ganz frisch gibt. Gibt es nachzulesen, entweder hier auf der Seite vk.com/infopublastday. Dazu müsst ihr euch aber so einen VK-Account machen. Das ist so ein russisches Pendant zu Facebook, wenn man so will. Wer Russisch nicht kann, man, ne? Im Browser kann man mittlerweile ja, wenn was auf einer fremden Sprache geschrieben ist, Rechtsklick machen und sagen, übersetzen ins Deutsche. So lese ich das immer hier. Oder aber der Geronimo war es, glaube ich, war heute so nett. Leaks-Infopub habe ich bei mir im Discord. Link in der Beschreibung. Discord.me/chemizock hat den Text auch schon hier reinkopiert heute Morgen. Genau, der gute Geronimo, vielen Dank dafür. Hat es heute Morgen um 10:30 sogar schon da reingepostet. Also, ha, genau, exakt derselbe Text. Wenn ihr euch bei VK keinen Account machen wollt, ist das Ganze hier auch nochmal nachzulesen. Ja, ansonsten gab es von Kefir ja auch die ganzen Teaser, die ich schon gezeigt habe. Zusätzlich dazu jetzt letztens noch ein Video, was aber mit dem Update wohl nichts zu tun haben wird. Also, die Infos, die jetzt auf Infopub stehen, passen mit dem über ein, was Kefir selber schon gepostet hat. Ich gehe davon aus, 2, 3, maximal 4 Tage vielleicht noch, bis das Update kommt. Groß vorbereiten, weiß ich nicht, kann man sich, glaube ich, nicht. Waffen horten halt wie immer. Viel Zeit, wahrscheinlich Urlaub nehmen, um die ganzen Grind-Aufgaben zu erledigen, wenn es dann wieder Grind-Aufgaben werden. Ich bin mal gespannt, lass mich da auch überraschen. Das war eigentlich jetzt alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, ihr konntet ein paar kleine Infos daraus ziehen. Vielleicht bereitet ihr euch schon irgendwie vor, ich weiß es nicht. Lasst mir gerne ein paar Kommentare unten drunter, lasst den Daumen da, drückt die Glocke und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus für heute und wünsche euch noch einen schönen guten Abend, eine gute Nacht, schönen guten Tag, Mahlzeit oder guten Morgen. Jetzt habe ich die Reihenfolge verdreht. Bis dahin, macht's gut, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer Chemie.